Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit kurzen 30-Minuten-Tagen. Tag 70, also die Horde, ist überstanden. Ich stehe hier noch an meinem Turret und meiner Konstruktion, die ganz gut gehalten hat, bis auf die Spider. Und ich sehe auch schon, dass es da noch einen Lootsack zu holen gibt. Vielleicht kann ich hier direkt mal so raus. Mal gucken. Das sollte gehen, genau. So, es ist auch noch recht früh am Tag. Ein bisschen Munition und Motortoolpass. Okay, hier steht nicht mehr so richtig viel. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich die Konstruktion für die Horde bewährt. Einziger Haken ist, dass ich noch... Also ich könnte noch mehr Spikes aufbauen, finde ich. Da ist auch noch einer. Und ich könnte hier das natürlich alles noch mit Beton aufwerten, aber ich sehe, ich müsste erstmal reparieren. Und ich habe keinen Beton mehr. Also mit Beton habe ich gerade erst angefangen. Wie viel Holz habe ich denn noch? Ah, reichlich. Da ist also noch einiges zu tun. Ich habe nur so ein bisschen was aufgewertet, aber das hat alles super gehalten. Sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert eigentlich. Außer, dass sie hier so ein bisschen rübergebuddelt haben. Da könnte man vielleicht auch noch mal etwas stabilisieren. Aber sonst. Hier muss ich auch noch mal an die Wand. Aber im Großen und Ganzen haben sie die Kirche nicht angefasst. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Punkte. Oh. Bisschen im Blick behalten. Da hinten war noch einer. Wo ist der hin? Der geht. Sehr schön. Ja, jetzt kommt der auch noch. Huch. Okay, solange sie nicht rennen, alles kein Problem. Der Tag liegt noch vor mir. Aber hier ist nichts zum Reparieren. Mein Minibike habe ich in der Tasche. Sprit habe ich auch. Wieso ist die Musik noch? Ah. Ah, weil hier noch so ein langsamer Nachzügler kommt. Hallo. Late to the party. Das wäre erledigt. Sehr schön. Oh. Da ist noch einer. Bin ein bisschen runter mit der Gesundheit. Wem das reicht. Aber wahrscheinlich nervt er erstmal nur rum. Ich gehe mal kurz rein. Sehe zu, dass ich die Sachen, die ich eingesammelt habe, loswerde. Oh. Und dass ich da drüben vor allem, ich habe... Moment, eigentlich sollte das hier so, dass man hier bequem hochhüpfen kann. Und das hier sollte eigentlich nicht da bleiben. Kein hübscher Zugang in meine Wohnung. Das ist nur für die Horde gedacht. Und eigentlich ist das hier auch nicht meine Wohnung, sondern eher so ein Zweitwohnsitz, der sich aber als ganz spannend rausgestellt hat. Deswegen habe ich jetzt auch eine Forge mit ganz wenig Zeug. Bisschen Zement ist noch in Arbeit. Ein bisschen was zum Einschmelzen ist auch noch da. Also mache ich mal, das mal hier rein. Die Werkbank ist auch neu und vor allem ist der Zementmischer neu. Okay, vielleicht repariere ich mal schnell ein bisschen was draußen. Oder ich fahre einfach direkt los und kümmere mich um meine nächste Trader. Das ist vielleicht ein bisschen spannender. Aber wir können hier noch ein bisschen Concrete Mix ansetzen. So, den Rest packe ich hier mit rein.
Habe ich eine Shotgun dabei? Habe ich. Aber ich habe 150. Das sollte auf jeden Fall reichen. Hier, Parts kommen hier mit rein. Sprit. Ich lass mal die Hälfte des Sprits da. Obwohl, nee. Das ist relativ weit. Ich nehme mal 1000 Sprit mit. Das sollte aber reichen, glaube ich. Wie sieht es mit meinem Essen aus? Ich habe Hunger. Könnte ich dann noch was kochen? Ich habe noch ein bisschen Fleisch. Nicht so richtig üppig viel. Ich glaube, ich nehme mal meinen Schämtschauder noch mit. Und das hier kann ich eigentlich aufessen. Großes Chaos in meinen Kisten, muss ich schon sagen. Ja, ich sehe gerade drei Sachen, die in die andere Kiste gehören. Die packe ich gleich mal rüber. Ja, sonst müsste ich ja einfach mal mehr Kisten machen. Aber eigentlich war das nie so gedacht, dass ich wirklich länger hier bleibe. Na gut. Ich habe viel zu viel Munition dabei. Hier, ein so ein Stack ist eigentlich schon zu viel. So, hier ist es genauso. Wenn ich dann Munition finde, habe ich sofort einen zweiten Stack. Und ich mache ja die meisten Sachen eh mit der Keule. Genau. Geld nehme ich mal mit. Den Rest lasse ich laufen. Und nehme mal wieder den Ausweg auf der anderen Seite. So, was ist mit dem Geier? So, 2,4 Kilometer. Das ist verdammt weit für einen Tag. Oh, ich habe einen Schubsi dabei. Moment, den lasse ich da. Den brauche ich. Glaube ich nicht. Hoffe ich zumindest. Ja, man kann nicht immer alles mitnehmen. So, 2,4 Kilometer. Lass mich mal gucken. Hier habe ich auch noch eine andere Quest, offensichtlich irgendwas. Oder die hängt einfach nur. Das ist sehr merkwürdig. Das ist eine Treasure Map. Das ist es nicht. Opening Trade Routes. Genau. Das heißt, ich fahre hier raus. So. Einmal voll tanken. Oder auch nicht. Ist voll, deswegen. Ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Es ist relativ sicher, dass ich das an diesem Tag nicht schaffe. Ist ja schon fast Mittag. Und ich muss dann vermutlich, naja, ich werde vielleicht, wenn ich mich beeile, 2,4 Kilometer schaffen. Aber ich werde es sicherlich nicht mehr zurückschaffen. Mal sehen. Schauen wir mal. Vielleicht sehe ich ja auch noch schöne Sachen auf der Map, die ich unterwegs angucken will. Und ich hätte so gern ein Motorrad. Habe ich jetzt... Bin ich natürlich prompt an dieser Straße, die ich eigentlich fahren wollte, vorbeigefahren. Genau. Ach, das sieht eigentlich auch noch super aus. Jedenfalls sind hier wesentlich mehr spannende große Gebäude als in meiner alten Stadt, die eher aus so kleinen Wohnhäuschen bestanden hat. Mal schauen, ob das mit der Straße funktioniert. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir einen kurzen Zwischenstopp für Essen. Ah, ich habe keinen Kochtopf mitgenommen. Das war ein bisschen unklug. Aber ich fahre jetzt bestimmt nicht mehr zurück. Und ein Ei. Ich bin noch auf der Suche nach ganz vielen Dingen, die ich perken kann. Und das heißt, die Zombies brauche ich auch so ein bisschen. Aber ich muss mich ranhalten.
Also nichts wie weiter. Da hinten sehe ich Wasser. Ups. Ja, super. Nicht abbiegen. Ich versuche mal hier außen rum zu kommen. Streunende Zombies. Oh. Huch. Die ist irgendwie komisch gestorben. Oh. Ein streunendes Hühnchen. Halt, 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 halt. Warte auf mich. Nein. Das war ja ein fieser Trick. Ah, zwei Hühnchen und kein Kochtopf dabei. Nicht mitgedacht. Hier nicht sehen, ob da gleich noch Wasser kommt. Ja, da kommt gleich noch Wasser. Aber es gibt einen Weg zwischendurch. Glaube ich. Oh, 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 oh. Ah, die Wasserführung ist tricky hier. Sicher, ob das hier die beste Idee ist. Naja. Zur Not stecke ich es eben ein und trage es ein bisschen. Autsch. Da hat einen Schlag reingekriegt. So. Eine Tasche. Na gut. So. Okay, das ist nicht die beste Route, so viel ist schon mal sicher. Vielleicht sollte ich hier unten mal die Straße auskundschaften. Das wäre wahrscheinlich schlauer. Hier hinten ist ein Haus, kann ich mir schon mal merken, so wegen. Voll die Bruchbude. Aber zur Not. Ja, Straße ist auf jeden Fall besser. So, wir machen jetzt nicht an jedem Zombie halt, sonst glaube ich, komme ich gar nicht mehr an. Und wirklich wenigstens hinkommen würde ich ja schon gerne an einem Tag. Und was ist das? Sieht gut aus. Ist das eine Ranger Station? Ich vermute es. Die sieht mal gut aus. US Fire Post. Nice. Also da würde ich doch gerne noch mal vorbeigucken. Aber wir haben was zu tun. Und davon will ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Wir werden es allerdings nicht schaffen, dass ich hier noch mal zurückkomme vor Einbruch der Nacht, die Zombies rausmache und mich dann da irgendwie die Nacht über aufhalte. Das wird nicht klappen. Dafür sind 1000 Meter ein bisschen zu weit. So, da hinten ist das
eine Straße oder ist das? Ich fahre noch ein kleines Stück in diese Richtung. Ja, ich glaube. So, da war doch noch ein Hühnchen. Aber wo? Okay, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, hier schließt die Straße an. Dann wechsle ich mal die Richtung. Zumindest habe ich jetzt jede Menge neue Straßen aufgedeckt. Das ist schon mal sicher. Aber die führt auch nicht in die richtige Richtung, habe ich langsam den Eindruck, sondern eher wieder zurück. Interessant. Nee. Zurück nach Hause. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Das ist die Station. Nee, das war die Station. Naja, ich fahre einfach die Straße mal weiter. Ist ja noch nicht eilig bis zur nächsten Horde. Aber es ist eilig, weil es schon gleich wieder Nacht wird. Eins von diesen klitzekleinen. Von diesen klitzekleinen Hühnchen. Die wahrscheinlich den Auftrag haben, mich von meinem Ziel abzubringen und mich aufzuhalten. Und dafür opfern sie sich dann. Du bist auch auf dem Rückweg dran. Noch eine Seenplatte. Okay. Mein Verdacht ist, ich komme jetzt in die nächstgrößere Stadt. Die ist auch super spannend. Da gibt es total viel dann zu sehen. Und es gibt die Ranger Station unterwegs. Und in der anderen Stadt bin ich auch noch längst nicht fertig. Und es ist aber schon eine ganze Tagesreise hierher. Viele Reifen. Genau. Neue Stadt. Oh, Häschen. Kann ich schon mal ein bisschen gucken, ob es hier ein Quartier für die Nacht gibt. Was ist das da hinten? Für mehr als ein Dach wird es vermutlich nicht reichen. Und so ein schräges ist nicht gut, weil sie sich da drauf durchkloppen. So, und Friedhof, na super. Friedhof ist ja perfekt. Ich höre euch schon sagen, wie perfekt das ist. Wo ist denn jetzt der Händler? Mensch. Autsch. Da ist der Händler. Okay. Cool. Hast du noch irgendwas anderes Schickes für mich? Nee, die Bücher kenne ich alle schon. Deinen Laden looten werde ich, glaube ich, auch erst später, soll ich mal zusehen, mir irgendwas für die Nacht zu suchen, die ich bei dir nicht bleiben kann. So, wie wär's hier? Mit direkt gegenüber. Ja.
Das lässt sich doch schon mal gut an. Könnt ihr schon mal einen Pfeil einlegen? Ein bisschen schneller. Schauen wir mal oben. Ja. Gerade noch geschafft reinzuspawnen. Kommt noch was? Aber das geht alles noch. Ist hier draußen noch was? Oh! Ich habe noch den Keller vor mir. Hier machen wir schon mal zu. Habe ich denn meine Waffen geladen? Und es ist 10 und ich bin noch nicht durch. Das ist nicht so super. Oh, und da ist der Eingang. Mist. Ich sollte mal zusehen, dass ich hochkomme. Vielleicht ganz hoch und die Treppe wegmachen. Wäre vielleicht so eine Aktion. So nur für den Fall, dass eine größere Menge kommt. So, dann kann ich immer noch mal runtergehen und da... Huch! Hat sich erledigt. Okay, ich bin safe, würde ich mal sagen. Also erstmal hier lesen. Oh, schön. The Great Heist, Volume 6. Kenne ich noch nicht. So. Was ist hier sonst noch so? Sieht okay aus. Hier ist noch was. Das Haus ist natürlich auch noch überhaupt nicht gelootet. Den Geier hatte ich schon weggemacht. Bin ich hier hoch? Uch. Ein bisschen zu steil, um sich da runter zu wagen. Das klingt jetzt nicht nach vielen, das klingt jetzt eher so nach einem Zombie. Ach, hier. Könnte man vielleicht auch schon mal ein bisschen... anpieken. Geht. So. Dann kann ich doch jetzt... Ach so, wie komme ich denn jetzt hier am besten runter? Ganz schön wackelige Konstruktion hier. Erst haue ich es weg, dann baue ich es wieder dran. So. Denke, damit habe ich zumindest genug Zeit zum Looten. Da ist auch irgendwas dahinter. Sehr schön. Ach so, ja, vielleicht checke ich mal kurz, ob meine Waffen alle vollgeladen sind. Nur so für den Fall. Ja, das war jetzt ein bisschen... Ja. Hier ist anders.
Oh je, und schon wieder so viel Zeug. Muss noch mal überlegen, wie ich das mit der Munition, nicht mit der Munition, mit der Rüstung mache. Jetzt wäre natürlich ein Kochtopf richtig. Mal gucken, was die Küche hier zu bieten hat. Kein Kaffee ist schon mal nicht gut. Glas. Ach, ich bin schon wieder überladen. Ne, sieht nicht nach Kochtopf aus. Okay, ich muss mal ausmisten, sonst bin ich gleich komplett überladen. Ich lasse mal diese Sachen da. Die S-Bahn-Sachen nehme ich mal mit nach oben. Oh. SMG Auto Turret Schematic. Cool. Und was ist das? Cripple M Mod Schematic. Ist immer schade, dass nicht dabei steht, was das Zeug, was das genau macht, was ich da jetzt gelernt habe. Aber ja. Muss ich halt die Mühe machen, nochmal nachgucken. So, jetzt ist. Platz geht noch. Weiß nicht, ob hier noch Zombies sind. Aber Kisten. Ach. Und viele Werkzeuge. Ich meine, wenn ich Zeit hätte, würde ich mir. Cool, drei Eier. Würde ich mir in jeder Stadt eine coole Basis einrichten. Dann könnte ich einfach immer von Stadt zu Stadt ziehen und vielleicht. Also außer dass ich die dann jedes Mal wieder clearen muss. Und sich natürlich das Schlafsack-Problem stellt. Und ich. Nee, Moment. Und ich natürlich auch nicht überall einen Landclaim-Block hinstellen kann. Genau 3000. Das hier empfiehlt sich zumindest, weil direkt gegenüber der Händler ist. Da ist doch bestimmt auch irgendwas hier. Komme ich gerade nicht dran. Oh, schade. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn die auch noch ganz gewesen wären. Das muss ich wegkappen. Noch mehr Eisen. Ich glaube, hier unten ist noch mal so ein Eingang eigentlich. Ja, aber so smart waren die Zombies dann doch nicht. Okay, alles gelootet. Das ist ja schon mal was. Jetzt noch kurz. Mit dem bisschen Cobblestone könnte ich im Zweifel. Mach ja mal. Dann müssen sie zumindest draufkloppen und Krach machen. Hier mal ein bisschen Baumaterial mit. Da schließe ich ein Minibike. Mal sehen, ob sich das am Ende lohnt, wenn ich noch mehr davon finde. Okay, und damit ist der Tag auch schon geschafft und natürlich damit auch diese Folge. Ich werde auf jeden Fall am nächsten Tag noch eine Runde drehen durch die Stadt, um zu gucken, ob sich lohnt, vielleicht noch einen Tag hier zu bleiben oder zwei oder drei. Oder ob ich wieder zurückgehe. Aber erstmal ist das hier meine vorübergehende Basis, würde ich sagen. Schauen wir doch mal hier kurz raus. Sehr schön.
Sehr schön. Ideal, eigentlich. Genau. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.